Und wir kommen nach Österreich. Es ist seit 25 Jahren das Gleiche. Ein FPÖ-Obmann macht eine Anspielung auf die Nazi-Zeit, die in Deutschland jeden Politiker das Amt kosten würde. Auch in Österreich ist die Aufregung offiziell groß. Aber als einzige Konsequenz sieht sich die FPÖ von einer linken Jagdgesellschaft verfolgt. Auch heute wieder. Laut einem Bericht des Standard hat FPÖ-Chef Strache die Proteste gegen den umstrittenen Burschenschafterball letzten Freitag mit der sogenannten Reichskristallnacht vom November 1938 verglichen. Damals wurden allein in Wien mehr als 6000 Juden verhaftet, tausende jüdische Geschäfte und Wohnungen zerstört und über 40 Synagogen verwüstet. Wir sind die neuen Juden, hat Strache laut Standard am Ball gesagt. Alle anderen Parteien sind empört. Die FPÖ fühlt sich mit Stasi-Methoden verfolgt. Wenn der FPÖ-Chef seine Fans am Kooperationsball aufbauen will, sind offiziell keine Kameras dabei. Heutzutage dringt aber alles irgendwie nach außen. Auch die Empörung Straches über die Demonstranten vor der Hofburg. Die Diffamierungen und böswilligen Angriffe, denen dieser Ball im Vorfeld ausgesetzt war, haben nahezu alles verboten, was in den vergangenen Jahren gegen Mitternacht legt der freiheitliche Parteichef dann noch nach. Ein Standardjournalist recherchiert verdeckt und plaudert mit Strache. Ich bin dann auf ihn zugegangen, habe ihn angesprochen, habe ihn um ein Autogramm gefragt und habe ihm gesagt, ja, also wir beide, meine Begleiterin und ich, wir sind das erste Mal da. Wir wollten uns das einmal anschauen und geht ja eigentlich recht zivilisiert zu. Und dann hat der Herr Strache auch schon angefangen zu reden und ist relativ in Fahrt gekommen. Und hat dann eben sehr schnell gemeint, ja, und im Vorfeld ist es ja zu solchen Ausschreitungen gekommen und Angriffe auf die Burschenschaft der Buhnen. Und das sei, also das müsse ja schon sagen, das sei wie die Reichskristallnacht. Und eigentlich muss man sagen, wir sind die neuen Juden. 3 Tage nach dem WKR-Ball gibt es nun also wieder einmal Aufregung um die FPÖ und ihr Verhältnis zur Vergangenheit. Empörung und Rücktrittsaufforderungen, aber auch das Gefühl, dass das alles nicht ganz neu ist. Strache selbst nimmt erst heute nach längerer Nachdenkpause Stellung und zwar im Internet, nicht vor einer Kamera, aber dafür umso kämpferischer. Er werde gezielt verleumdet, seine Aussagen aus dem Zusammenhang gerissen und er stellt seinen Gegnern ein Armutszeugnis aus. Experten überrascht das alles nicht. Vieles erinnert an ein Grundmuster der FPÖ, das es schon unter Jörg Haider gab. Man fühlt sich sehr, sehr schnell verfolgt. Das heißt, der Gegner wird nicht wie in einem normalen politischen Diskurs als Gegenstandpunkt wahrgenommen, mit dem man sich auseinanderzusetzen hat, sondern der Gegner ist ein Feind, der einen bedroht und der drastische Vergleich ist, der einen letztlich vernichten will. Schon 1993 sagte Jörg Haider in einem Zeitungsinterview, die Juden von heute, das sei die FPÖ. 2001 bei der Aschermittwochrede sagte Haider zum Präsidenten der israelitischen Kultusgemeinde Musikant, es sei ihm ein Rätsel, wie jemand, der Ariel heißt, so viel Dreck am Stecken haben kann. Und 2009 bezeichnet Vorarlbergs FPÖ-Chef Ecker den Direktor des Jüdischen Museums in Hohenems als Exiljuden aus Amerika. Der jüdische Wiener FPÖ-Gemeinderat David Lazar ist heute mit den Sprüchen seines Bundesparteichefs nicht glücklich. Ich bin überzeugt, dass es mit Sicherheit nicht so gemeint hat, wie heute das die Medien darstellen. Es war, wie gesagt, sicher überspitzt. Es ist sicher nicht der Vergleich, den ich gemacht hätte. Die FPÖ und die Juden, das war bisher immer eine komplizierte Sache. Für mich ist jetzt gar nicht das antisemitische Moment im Vordergrund, sondern das Opfermoment im Vordergrund. Und wenn das stimmt, dass sie tatsächlich so intern denken, dann verrät das eine Denkweise. Und in dieser Denkweise ist die FPÖ nicht fähig zu einem normalen politischen, demokratischen Diskurs. Die FPÖ als selbsternannte rot-weiß-rote Heimatpartei sieht sich jedenfalls wieder einmal in der Opferrolle.